Hallo? Na bitte, wir wollen es auf Deutsch haben. Ich wollte noch mal schön einen Einspruch rausholen. Wir haben alle zusammen, ich bin's wieder, Kizuna Ehara. Ich starte durch mit meinem neuen Let's Play. Und wie versprochen ist es der nächste Teil der Ace Attorney-Reihe. Und ja, lange Rede, kurze Rede, langer Sinn. So jetzt erst so. Hier bin ich mit meinem Let's Play von Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Das zweite Ace Attorney der Serie. Wir starten mit einem neuen Spiel und fangen natürlich ganz von vorne an. Und zwar nehme ich ganz, ganz gut gelaunt mit Episode 1. Der vergessene Wandel. Wie bin ich nur in diesen Schlamassel geraten? Was habe ich falsch gemacht? Ich kann nicht erlauben, dass Sie so weitermachen! Aber ich bin doch nur ein einfacher Strafverteidiger. Das war mal ein richtig, richtig böser Albtraum. Und vor allem, ich liebe dieses Eröffnungsvideo. Wegen der Musik. Ich mag solche Musik einfach so. Miam, miam, miam. 8. September, 9:08 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Jetzt wollen wir mal sehen, was Phoenix diesmal für Abenteuer erwarten. Was für ein Albtraum. Und ich wette, dieser Klingelton ist schuld. Ich sollte wirklich direkt vor einer Verhandlung kein Nickerchen mehr machen. Wohl wieder aufgelegt. Ah, gut. Ich habe es endlich gefunden. Das war knapp. Ich tue das nicht gern, aber... Es ist nichts Persönliches, Herr Anwalt. Schwuchtel, das kriegst du zurück. Einige Minuten später, immer noch Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Was ist da mit ihm wohl passiert? Der arme Phoenix wurde zusammengeschlagen. Oh, mein Kopf, er tut weh. Und warum ist alles hier so verschwommen? Guten Morgen! Autsch! Guten Morgen. Was ist los? Sie sehen nicht gut aus. Die Leute sind früh morgens im besten Zustand, nur nicht so hängen lassen. Könnten Sie bitte Ihre gute Laune etwas dämpfen? Mein Kopf tut irgendwie weh. Alles klar! So viel zu etwas abweichendem Enthusiasmus. Stecke ich in Schwierigkeiten? Hä? Schwierigkeiten? Moment, vergessen Sie es. Sie sind eine Polizistin, oder? Ich dachte, ich habe vielleicht etwas angestellt. Wovon sprechen Sie? Ich bin die, die in Schwierigkeiten steckt. Was? Ich lege mein Leben in Ihre Hände, Herr Phoenix Wright. Leben in meine Hände? Sie haben es mir versprochen. Sie haben gesagt, Sie beweisen meine Unschuld. Unschuld? Als ich schon glaubte, alles verloren, als die anderen Anwälte mich auslachten. Ich mache das schon, sagten sie. Sie, der große Phoenix Wright, kam zur Rettung. Und das einfach so. Ich war zu Tränen gerührt.
Ich werde niemals vergessen, was sie für mich tun. Niemals! Wovon redet das Mädchen da? Ja, höchst offensichtlich ist das wohl unsere erste Mandantin. Was ist mit Phoenix los? Ich schaue gerne bei Prozessen zu und hoffe immer, dass sie gewinnen. Wenn ich frei habe, komme ich gerne her und... Was ist los? Sie verhalten sich so seltsam und starren mich die ganze Zeit an. Sie machen mich etwas nervös. Oh, Entschuldigung. Ich habe Angst, das zu fragen, aber es muss ja raus. Also, das klingt jetzt vielleicht schlimm, aber... Wer bist du? Was? Herr Wright, wie können Sie das fragen? Wie können Sie das dem Herzen eines Mädchens antun, das bald vor Gericht muss? Sie sind ausgesprochen grausam. Nein, ich meinte es nicht so. Behandelt ein Strafverteidiger so seine Mandanten? Ich fasse es nicht. Nein, es ist nur... Nun, ich glaube, du bist bei der falschen Person. What's wrong with Phoenix? Werden wir gleich weiterfahren. Ich bin... Ja, ich bin... Ich bin... Wer bin ich? Wieso weiß ich das nicht? Höchstwahrscheinlich hat Phoenix durch den Schlag auf den Kopf von dieser Schwuchtel eine Amnesie bekommen. Jetzt weiß er nicht mehr, was er hier zu suchen hat und weiß auch nicht, wer er ist. Scheiße! Wie sollen wir jetzt so bitteschön die Verhandlung durchführen? What the fuck? Die Gerichtsverhandlung beginnt bald. Die Angeklagte und ihr Anwalt mögen sich bitte umgehend im Gerichtssaal einfinden. Die Verhandlung beginnt. Ich verlasse mich dort drin auf Sie, okay? Ich habe wohl eine Amnesie. Mal sehen, was kann ich mir zusammenreiben? Nach diesem Gespräch weiß ich mit Sicherheit, dass ich Strafverteidiger bin. Und dieses Mädchen, ich sagte, ich würde ihre Unschuld beweisen. Ich kann nicht glauben, dass ich ein so unverantwortliches Versprechen gemacht habe. Oh, irgendjemand, bitte! Irgendjemand soll mir sagen, dass das nur ein böser Traum ist! Warum habe ich das Gefühl, dass ich aus diesem Traum nicht aufwachen werde? Oh Gott, armer Phoenix. Er tut einem richtig leid in diesem Zustand. Nun gut, 8. September, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Das Gericht verhandelt nur den Fall von Maggie Bird! Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Da weiß nicht, was er hier soll. Was ist los, Herr Wright? Sprechen Sie mit mir? Sehen Sie hier noch einen anderen Strafverteidiger? Ich schätze nicht. Ups. Also, sind Sie bereit? Eigentlich ja. Von Phoenix aus gesehen, nein. Von mir aus gesehen, ja. Ich schätze, für den Moment sollte ich ja sagen. Sind Sie bereit, Herr Wright? Ja, euer Ehren. Ein Moment. Wenn Ihr Leben in meinen Händen liegt, sollte ich mich verantwortungsvoll verhalten. Nun, euer Ehren, es ist so. Mein Gedächtnis ist irgendwie ein wenig... Das Gericht wird sich keine Ausreden von der Verteidigung anhören. Da die Angeklagte eine Polizistin ist, wird der Fall aufmerksam beobachtet. Darum müssen wir dieses Verfahren gerecht, aber schnell führen. Ich glaube, ich habe Ihnen das schon einmal gesagt. Das haben Sie doch wohl nicht vergessen. Eigentlich schon. Oh, fail, Phoenix, fail. Herr Payne, Ihr Öffnungsplädoyer, bitte. Ja, euer Ehren. Wie Sie sicher wissen, wird der Angeklagten der Mord an ihrem Geliebten vorgeworfen.
Noch schlimmer, ihr Geliebter war ebenfalls ein Polizist. Ein Polizist? Sie haben einen Polizisten was angetan? Ich war es nicht. Und außerdem waren Dustin und ich keine Geliebten in dem Sinne. Wie dem auch sei. Die Angeklagte wird beweisen. Die Anklage wird beweisen, dass die Angeklagte ohne Zweifel die Schuldige ist. Nun gut. Herr Payne, rufen Sie bitte Ihren ersten Zeugen auf. Es ist eine Weile her, Herr Wright. Mal sehen, was Sie seit dem letzten Mal gelernt haben. Diesmal werde ich keine Gnade walten lassen, Anfänger. Okay. Und wer sind Sie nochmal? Bringen Sie bitte Inspektor Dick Gumshoe in den Zeugenstand. Es geht los. Enttäuschen Sie mich nicht, Herr Wright. Ich kann mich nicht verstecken. Ich bin sowas von tot. Oh, Gumshoe, was guckst du denn so traurig? What's wrong with you? Aber schön, Gumshoe wiederzusehen. Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Mein Name ist Dick Gumshoe. Ich bin der für Mordfälle zuständige Inspektor dieses Bezirks. Sie sehen nicht sonderlich entspannt aus, Inspektor. Nun, die Angeklagte, sie ist meine Untergebene, also wissen Sie... Du arbeitest unter diesem Inspektor? Ja, und als ich noch in der Ausbildung steckte, hat er immer auf mich aufgepasst. Er ist so ein wunderbarer Kerl. Ich werde ihm auf ewig dankbar sein. Okay, beruhige dich. Ich glaube dir ja. Oh, scheint so, als ob Ganshu auch Verantwortung übernehmen kann. Inspektor Ganshu, bitte beschreiben Sie uns die Einzelheiten des Mordes. Ja, Sir. So, jetzt wollen wir aber wirklich wissen, was passiert ist, ne? Wir sind ja völlig ahnungslos. Es geschah im Park in der Nähe des Hauptquartiers, dem Exposé-Park. Das Opfer war einer der örtlichen Polizisten, Dustin Prince. Er wurde von den Bänken auf dem oberen Pfad heruntergestoßen. Bei der Landung brach er sich mehrere Knochen und das Genick. Die Einzelheiten stehen im Bericht, der gestern rausgegangen ist. Oh ja, dieser Autopsiebericht, richtig? Warum erinnere ich mich nicht daran, eine Kopie erhalten zu haben? Weil du Amnesie hast. Wie ich sehe, ist hiermit alles in Ordnung. Sogar die geschätzte Todeszeit wird ungewöhnlich genau angegeben. Die Uhr des Opfers blieb beim Aufprall stehen. Die Ergebnisse der Autopsie bestätigen die Todeszeit. Wenn Sie erlauben, Euer Ehren, würde die Anklage gerne dieses Foto als Beweismittel einreichen. Nun gut, das Gericht akzeptiert es. So, und damit haben wir... Wow, wie viele Beweise wir eigentlich schon haben. Wir müssen sie alle durch mal durchgucken. Bei Gelegenheit. Also, ich erinnere mich daran, dass bei der Voranhörung gestern ein sehr wichtiges Beweisstück vorgelegt wurde. Ja, Euer Ehren. Ja, Sir. Ja, glaube ich. Phoenix, so süß. Herr Wright! Ist mit Ihrem Kopf heute alles in Ordnung? Es wurde ein sehr wichtiges Beweisstück unter dem Körper des Opfers gefunden. Tatsächlich? Sind Sie verrückt geworden? Nun, eigentlich, sind es nur die Nerven. Gib mir einen Moment. Was? Wie können Sie so amateurhaft reden? Ich dachte, Sie wären ein Profi. Nun gut, ich helfe Ihnen. In einem Moment wie diesem sollten Sie einen Blick in die Gerichtsakte werfen. Gerichtsakte? Ja, Informationen über Beweise und Personen, die mit dem Fall zu tun haben, stehen dort drin. Sie können sie einsehen, indem Sie auf die Taste Gerichtsakte drücken. Die Taste Gerichtsakte? Du weißt wirklich, wovon du sprichst, was? So schade, dass ich Polizistin bin. Ich könnte auch ein Rechtsbeistand sein. Jo, dann machen wir das einfach mal direkt und gucken uns an, was wir alles haben. Seit ich Anwalt bin, das Handy habe ich in meiner Tasche gefunden, aber ich weiß nicht, wieso und was da sollte.
Und da haben wir Dustins Autopsiebericht, Todeszeitpunkt, 6.9.1828, Todesursache, Genickbruch, außerdem überall Prellungen. Naja, was erwartet man von einem Sturz? Eine Brille unter der Leiche des Opfers gefunden. In der Nähe lagen Gläser für Kurzsichtige. Und das Tatortfoto, was wir gerade von Payne bekommen haben. Und zudem die betroffenen Personen. Maggie Bird, unsere Mandantin. Das Opfer Dustin Prince. Winston Payne, ja, der Staatsanwalt meine ich. Und Dick Gamsch, unser jetziger Zeuge und der Inspektor. So, was hat der Richter jetzt zu sagen? Hurray! Ja, euer Ehren? Die Verhandlung läuft! Heben Sie das Geplapper für später auf! Entschuldigung, euer Ehren. Nun, ich schätze, ich schaue besser mal in die Gerichtsakte und sehe, was zu finden ist. Hab ich gerade gemacht! Wie war das nochmal? Die Taste Gerichtsakte? Na gut, Herr Wright! Sehen wir mal, ob Ihre Notizen in Ordnung sind! Was für ein Beweisstück wurden unter dem Körper des Opfers gefunden? Ja, das haben wir gerade in der Gerichtsakte geguckt. Nämlich, wer aufgepasst hat, es war eine Brille. Das ist einfach, euer Ehren. Eine zerbrochene Brille. Das ist richtig! Das Opfer packte die Brille des Verbrechers, als er gestoßen wurde, und hielt sie während des Sturzes fest. Hey, warum starren Sie mich so grimmig an? Diese Brille, die du trägst. Ja. Es ist meine Ersatzbrille. Aber die Brille, die er am Tatort gefunden hatte, ist nicht meine. Ich schwöre es. Bist du sicher? Es war Zufall, dass ich am selben Tag versehentlich auf meine Brille trat. Zufall? Sagt sie. Ja. Fail, Mädchen. Fail! Das nenne ich Unglück. Euer Ehren. Ich habe weitere Beweise vorzulegen. Oh, tatsächlich! Noch mehr? Und dies ist ein entscheidender Beweis. Oh Gott, und das von Payne. Na gut, soll unser Zeuge uns von diesen Beweisen berichten? Und damit kriegen wir unsere allererste Zeugenaussage in Justice for All. Jetzt wollen wir mal Zeit gucken. Okay, entscheidender Beweis. Es gab noch etwas Belastenderes unter dem Körper des Opfers. Während seiner Verabredung wurde das Opfer von der Bank gestoßen. Aber er schaffte es, den Namen des Täters auf den Boden zu schreiben, wo er landete. Ich sage es nicht gern, aber es war eindeutig der Name der Angeklagten, Maggie. Bei diesem Beweis und der Brille fällt es schwer, an ihrer Unschuld zu glauben. Oh-oh. Dies ist ein Foto des Wortes, euer Ehren. Ja, das ist... Ja, ich sehe, das ist eindeutig der erwähnte Name. Oh je, eine Botschaft des Toten und es ist auch noch der Vorname der Angeklagten. Oder? Die Staatsanwaltschaft möchte das Foto als Beweis einreichen. Verstanden! Das Gericht akzeptiert den Beweis! Und ich esse noch ein paar Zitronenbonbons, weil es gut schmeckt! Als wenn die Brille allein dich nicht schon verdächtig genug erscheinen ließe, schrieb das Opfer auch noch deinen Namen so deutlich wie gedruckt auf den Boden! Aber, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass dies nicht meine Brille ist! Und wie erklärst du dir diese Todesnachricht? Es ist eine Verschwörung. Ich bin unschuldig. Oh Gott, ey, Streit. Herr Wright, Sie dürfen nun mit dem Kreuzverhör des Zeugen beginnen. Kreuzverhör? Jetzt zählt es. Ich verlasse mich auf Sie. Sicher, aber was soll ich denn jetzt machen? Was? Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Normalerweise knöpfen Sie sich an dieser Stelle die Zeugen vor. Ich knöpfe mir vor und tue was? Ich schätze, es führt kein Weg vorbei. Ich helfe Ihnen. Die Zeugen der Anklage verbergen allesamt Dinge vor dem Gericht. Was bedeutet, dass sie manchmal lügen? Lügen? Aber ist dieser Inspektor nicht dein Vorgesetzter? Nun, auch wenn sie nicht lügen wollen, erinnern sie sich manchmal falsch. Wie dieser Inspektor.
Er wirkt ein bisschen vergesslich. Boah, ein bisschen auf Gamschuh rumhacken, typisch. Das spielt keine Rolle. So oder so ist das schlecht für uns. Darum müssen Sie bei der Befragung der Zeugen die Lügen entdecken und aufzeigen. Herr Reed, die Kreuzwache bitte! Ja, euer Ehren. Das ist ja meine Feuerprobe. Die geben einfach nicht nach. Wenn ich die Lügen aufdecken kann, sollten wir klarkommen. Ja, also fangen wir an. Kreuzverhör! Entscheidender Beweis. Und damit entdecken wir schon eine neue Änderung. Nämlich, wo wir vom letzten Ace Attorney kennen, hatten wir Versuche in Form von einer bestimmten Anzahl von Ausrufezeichen. Jetzt haben wir stattdessen eine Health Bar. Je nachdem, wie schwerwiegend unser Fehler ist, verlieren wir so und so viel Health. Und wenn die gesamte Leiste leer ist, heißt es Game Over. So, Dings. Und gleich kommen wir zu einer weiteren Erneuerung des Spiels. So, präsentieren. Weil nämlich kann man jetzt nicht nur Beweise, sondern auch die Profile der Personen anzeigen, um Widersprüche aufzudecken. In diesem Fall, das Opfer schrieb also den Namen Maggie. Da kann aber was nicht stimmen, wenn die angeblich, in Anführungszeichen, Geliebte sind. Wieso sollte er dann ihren Namen falsch schreiben? Dann guckt euch mal an, wie ihr Name geschrieben wird. Also, Gamschuh, Fresse halten! Was ist los? Schweigen. Was? Was hat mich denn da geritten? Ohne nachzudenken, habe ich Einspruch gerufen. Und das noch so laut, wie ich konnte, den Finger auf meinen Gegner gerichtet. Was für ein tolles Gefühl! Inspektor Gamschuh! Redest du mit mir, Junge? Bitte nennen Sie mir den Namen der Angeklagten. Was wollen Sie mit dieser hoffnungslosen Übung beweisen, Herr Wright? Sie werden schon sehen. Dies ist eine sehr wichtige Frage. Antworten Sie ruhig, Herr Payne. Den Namen der Angeklagten, bitte. Was soll diese lächerliche Frage bewirken? Der Name der Angeklagten lautet Maggie Bird. Ich glaube, da muss sich jemand mal die Gerichtsakte genauer ansehen. Oh Gott, jetzt ist Phoenix auf vollen Touren und das trotz Amnesie. Geil! Badass. Was? Hier steht, dass sie Maggie Bird heißt. Ah! Es sieht so aus, als hätten ich sie eiskalt erwischt. Was geht hier vor? Ich habe keine Ahnung, euer Ehren. Wie Sie sehen, hat das Opfer tatsächlich den Namen Maggie zurückgelassen. Aber den Namen der Angeklagten schreibt sich Maggie. Ich habe das jetzt mal extra so betont, obwohl das beides gleich ausgesprochen wird, nur andere Schreibweise. Das ist ein offensichtlicher Widerspruch der Fakten. Oh, was sag mal dazu? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hallo, du bist ja Vorgesetzter, du Idee. Aber vielleicht musst du das Opfer nicht, wie man ihren Namen richtig schreibt. Und nochmal ein Spruch. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie sagten, der Angeklagten wird der Mord an ihren Geliebten vorgeworfen? Wenn sie wirklich Geliebte waren, muss er ihren Namen gekannt haben. Nein! Ha, 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 jetzt wird Payne so richtig in die Mangel genommen. kleines Wicht. Wicht. Ein kleiner Wicht, ey. Das ist ja richtig. Herr Payne! Ja, ja, ja. Sind Sie absolut sicher, dass die Angeklagte und das Opfer, das der Prinz, tatsächlich Geliebte waren? Ja, ich bin ziemlich sicher, euer Ehren. Sie waren bei der Polizei ein sehr bekanntes Paar. Inspektor Gamschuh, bitte machen Sie eine Aussage zur Beziehung zwischen der Angeklagten und dem Opfer. Ja. Oh, jetzt ist er wieder so traurig. Ja, was hat er denn?
Die Wachtmeister Prince und Bird waren seit einem halben Jahr zusammen. Es klang, als würden sie an eine Vermählung denken. Der Tag des Vorfalls war zufälligerweise auch der Geburtstag des Opfers. Maggie, ich meine Wachtmeisterin Bird, hatte Prince ein Geschenk besorgt. Etwas, das sie mehr als 2 Monate zuvor besorgt hatte. Ich wusste das, weil sie mich fragte, was sie ihm schenken sollte. Oh, das klingt, als hätten die beiden sich sehr nahe gestanden. Trotzdem kam es zu dieser Tragödie. Na schön, Sie können den Zeugen uns Kreuzfeuer nehmen, Herr Wright. Ja, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Kreuzfeuer. Dustin und Maggie. So, irgendwo war da auch eine Aussage, die man angreifen konnte, zwar nicht relevant ist, aber ein schönes Gimmick enthält und zudem ein kleiner Hinweis auf einen Fall im 3. Ace Attorney. Wo war das denn eigentlich nochmal? Und vor allem, aua, 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 der Arme ist an seinem Geburtstag gestorben. Was ist das? War es dort? Oder, Moment, war es dort? Ich glaube, das war es. Sie haben besprochen, was die Angeklagte ihrem Freund schenken würde? Nun, vertraut mir, also. Mann, der ist ja gerade mächtig stolz auf sich. Was ist jetzt schon wieder? Diese Aussage klang für mich nicht so, als gäbe es Widersprüche darin. Es erschien mir einfach nichts daran seltsam. Ja, ich frage mich, was passiert, wenn Sie versuchen, mehr Informationen zu erhalten. Mehr Informationen erhalten? Ja, Sie wissen schon. So, wie Sie die Leute in diesen alten Serien ausquetschen. Also soll ich ihn ausquetschen, hm? Ja, das haben wir ja gerade demonstriert, wie man angreift. Nee, ich glaube, das war es, was man angreifen sollte für dieses eine Gimmick. Sie wissen ja anscheinend eine Menge über die Angeklagte. Nun, das liegt daran, dass ich ihr Boss bin. Ich achte auf meine Leute. Aber sogar darauf, was die andere schenkte? Geht das nicht etwas zu weit? Hey, Junge, pass auf, was du sagst! Ich weiß alles, was unter mir passiert. Wenn sich jemand auch nur am Hintern... So genau muss ich es wirklich nicht wissen. Herr Wright, bitte bedrängen Sie den Zeugen nicht so. Ich stimme zu! Selbst wenn der Zeuge für die Angeklagte schwärmt, sollte das im Moment nicht der Gegenstand des Gesprächs sein! Wow, Moment! Warum reden Sie darüber? Das ist alles deine Schuld, Junge! Du bist schuldig, ich sollte dich einsperren! Ich glaube, der gute Inspektor ist ein wenig durch den Wind. Vor allem das mit dem Schwärmen, der Richter hat's schon gesagt. Ja, da ist wohl jemand heimlich verliebt. Aber ich sag mal nichts weiter. Psst. So, jetzt wollen wir aber mit dem Spiel klar weiterkommen und greifen diese Aussage an, weil das wollen wir genau wissen. Mehr als 2 Monate zuvor? Ja, sie ist eine sehr bedachte Frau, Junge. Also, was war das für ein Geburtstagsgeschenk? Sie hat ihm einen Handschuh gekauft. Einen einzelnen Handschuh? Warum sollte ihm nur einen schenken? Euer Ehren, es handelt sich bei dem freundlichen Ding um einen Baseballhandschuh. Oh, ich verstehe. Ein Baseballhandschuh. Wachtmeister Prince war ein großer Baseballfan. Ein Baseballhandschuh? Ja, wir wollen mehr zu diesem Baseballhandschuh wissen. Gerade haben Sie gesagt, das Geschenk wäre etwas gewesen, das sie mehr als 2 Monate zuvor besorgt hat. Ja, Sie sagen also, dass sie vor über 2 Monaten loslief, um den Handschuh zu kaufen? Nein, so war es nicht. Wie war es dann? Sie hat ihn bestellt. Er war in Maßanfertigung. Maßanfertigung? Der Handschuh war eine Maßanfertigung? Ja, das hat sie gesagt.
Der Handschuh war in seiner Maßanfertigung. Euer Ehren, ich verstehe nicht, wie der Handschuh mit dem Fall zusammenhängt. Ja, es scheint ein wenig Relevanz zu geben. Was meinen Sie, Herr Wright? Glauben Sie, dass dieser Handschuh für den Fall relevant ist? Ja, ist er. Weil der rettet uns nochmal den Arsch. Ich weiß nicht, wohin mich das führt, aber... Natürlich ist er relevant. Der Handschuh ist der Schlüssel zu dem ganzen Fall. Ja, er blufft total. Das ist der Herr Wright, den ich kenne. Ich bin so froh, dass Sie wieder der Alte sind. Das ist großartig. Leute bedrängen. Das fühlt sich an, als hätte ich das früher schon getan. Weil du es früher auch schon getan hast. Als hätte ich es genutzt, um Informationen sogar von den Verschwiegensten zu bekommen. Na gut, wenn Sie so davon überzeugt sind, hören wir mehr über diese Angelegenheit. Ich habe den Handschuh übrigens heute bei mir. Und? Was sagen Sie erst jetzt? Schnell, zeig sie ihn im Gericht. Nun, ich dachte nicht, dass er etwas mit dem Fall zu tun hat. Wie dem auch sei, hier ist er. Er ist, ziemlich gelb, oder? Ja, ein wunderschöner gelber Handschuh. Wundervoll. Wachtmeister Prince mochte die Farbe gelb sehr gern. Und darum musste er eine Maßanfertigung sein? Ja, das stimmt. Und aus einem anderen Grund. Ich denke, das Gericht hat genug gehört. Es ist eindeutig, dass es Opfer und die Angeklagte eine Beziehung hatten. Ja, das stimmt, euer Ehren. Nun, wenn das stimmt, wirft das eine wichtige Frage auf. Wurde der Name Maggie wirklich vom Opfer geschrieben? Ich verstehe, was Sie meinen, euer Ehren. Inspektor Gumshoe, bitte erzählen Sie uns etwas mehr über den Namen auf dem Boden. Ja, Sir. Jo, hören wir uns das mal an. Wir haben uns zuerst die Handschrift angesehen. Leider konnten wir nicht feststellen, ob es die Schrift des Opfers war. Als nächstes überprüften wir den Zeigefinger des Opfers. Es fand sich Sand unter dem Fingernagel. Es gab auch Kratzer auf der Haut, die er sich beim Schreiben zugezogen hat. Daraus konnten wir schließen, dass das Opfer den Namen mit der rechten Hand schrieb. Ja, eine vollkommen logische Schlussfolgerung. Alright, Sie können den Zeugen jetzt ins Kreuzfeuer nehmen. Danke, euer Ehren. Kreuzverhör. Schrift auf dem Boden. So, und damit wir diese Aussage richtig schön auseinanderpflücken können, müssen wir uns einen der neu hinzugefügten Beweise mal genauer angucken. Moment. Spulen wir ein bisschen auf den... Da. Konnten wir schließen, dass das Opfer den Namen mit der rechten Hand schrieb. So, jetzt gucken wir uns mal den Baseball-Handschuh an. Geburtstagsgeschenk von Maggie. Maßgefertigt für einen Linkshänder. Also daraus lässt sich schließen, dass das Opfer, das den Prince, ein Linkshänder war. Wieso hätte er dann mit der rechten Hand einen Namen schreiben sollen? Bla. Fresse halten! Inspektor Gumshoe, sehen Sie sich das hier an. Das ist der Handschuh, nicht? Könnten Sie dem Gericht sagen, was das Besondere an diesem Handschuh ist? Das Besondere? Ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, aber... er ist wirklich gelb. Und das war's auch schon. Idiot. Ja, er ist wirklich gelb. Aber das ist nur eine seiner Qualitäten. Hey? Es gibt noch einen Grund, warum er besonders ist. Und der wäre? Ganz einfach. Dieser Handschuh ist für einen Linkshänder gemacht. Linkshänder? Was soll das? Sie haben recht! Der Handschuh ist für die rechte Hand angefertigt! Darum musste er seine Maßanfertigung sein. Ich habe noch nie einen gelben Linkshänder-Handschuh in einem Geschäft gesehen. Sie etwa? Tja, nein. Also, Inspektor, mit welcher Hand hat das Opfer nochmal den Namen geschrieben?
Das ist einfach. Sie sehen, es ist auf diesem Foto eindeutig, dass es... Moment mal. Vergessen Sie nicht, dass das Opfer Linkshänder war. Das ist... Ich meine, ich... Einsprung! Abgelehnt! Du bist geil, Richter. Ich mag dich. Alright, ich wollte wissen, was Ihre Beweisführung ergibt. Es kann nur eine Schlussfolgerung gezogen werden. Ein Linkshänder kann keine Nachricht mit seiner rechten Hand geschrieben haben. Das stimmt. Darum kann die Person, die den Namen Maggie schrieb, nicht das Opfer gewesen sein. Jawohl! Ruhe! Wenn man darüber nachdenkt, ja! Ist es unmöglich, dass der Name vom Opfer geschrieben wurde? Das bedeutet, dass Maggie... Nein, das ist nicht möglich! Hüpping! Ja, euer Ehren? Die Beweise der Angeklagten haben die Schuld der Angeklagten nicht bewiesen! Ich glaube sogar eher, dass sie ihre Unschuld bewiesen haben! Nein! Jawohl! Sie haben es geschafft, Herr Wright! Wow! Endlich kann ich wieder Luft holen! Wie es scheint, haben wir einen Abschluss gefunden! Sie haben einmal mehr gute Arbeit geleistet, Herr Wright! Ich, euer Ehren? Nun, vielen Dank. Der Richter hat Ihnen wieder einmal ein Kompliment gemacht. Sie sind richtig gut. Und darum können Sie nicht aufhören, ein Anwalt zu sein. Soll das ein Scherz sein? Ich bin mehr als reif für den Ruhestand. I think not. Ich werde jetzt mein Urteil verkünden. Dieses Gericht befindet die Angeklagte Maggie Bird für... Nein, noch nicht. Och Mann. Ich meine, bitte geben Sie mir noch ein paar Minuten, euer Ehren. Was soll das werden, Herr Payne? Die Anklage ist noch nicht fertig. Was meinen Sie damit? Die Anklage würde gerne ihren nächsten Zeugen in den Zeugenstand rufen. Was? What a fucker. Und was hat dieser Zeuge mit angesehen? Den Moment, in dem das Opfer in den Tod gestoßen wurde. Und er sah das Gesicht der Angeklagten. Was zur Hölle? Oh Mann. Das ist nicht gut. Ruhe im Gerichtssaal! Ich glaube, eine Pause ist angesagt. Danach werde ich mir die Aussage dieses neuen Zeugen anhören. Ich hatte schon das Gefühl, dass alles zu einfach war. Ich brauche mehr Infos. Ich muss sehen, was ich in der Pause herausfinden kann. Ich muss wachsam bleiben. Von jetzt an wird es immer schwieriger. Das Gericht zieht sich für eine Pause zurück. So, und damit heißt es, Fortsetzung folgt. Dann da. Ja, wir tun jetzt einfach mal abspeichern, weil wir es können. Und wir sagen, kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.